Moin und willkommen zurück zu Satisfactory im Update 8 und ihr seht das, ich habe ein bisschen was gemacht, da oben ist ein Schriftzug, finde ich, schaut eigentlich ziemlich cool aus und das Gewächshaus, nennen wir es Gewächshaus, habe ich jetzt hier so ein bisschen verkleidet. Ob das jetzt final so fertig ist, weiß ich nicht, aber ich finde, das schaut eigentlich ganz gut aus. Das Einzige, was mich nervt, ist der da oben und da drinnen ist sein Kollege irgendwo. Ich weiß auch nicht, die, egal wo ich baue, müssen die auch sein. Was auf jeden Fall noch passieren wird, ist, dass wir hier oben drauf irgendwie Deko hinstellen, aber eins nach dem anderen. Gut, ihr seht schon, überall sind die Geschenke. Ein Plan wird sein, dass wir heute schauen, dass wir ein paar von diesen Bäumen da unten aufgestellt bekommen, weil die bringen uns Geschenke. Dass wir nicht die ganze Zeit durch die Gegend tingeln müssen und Geschenke einsammeln. Ich gehe mal davon aus, dass wir heute mit Sicherheit noch ein paar Geschenke einsammeln müssen, aber eins nach dem anderen. Ich glaube, der Baum hier steht nicht wirklich gut. Wir müssen den nochmal anders versetzen. Ich reiß den mal ab. Und dann gehen wir mal eins nach links. Und eins, zwei, drei hierher. Dann ragt er nicht so weit in die Mitte rein. Dann schaut es, glaube ich, auch ein bisschen besser aus. Ich kann bloß den einen bauen. Ja, der schaut schon besser aus, oder? Ja. Finde ich auch. Vielleicht machen wir auch die Foundation unten noch ein bisschen größer, aber das sind Feinheiten. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir den zweiten Baum noch hinbekommen, hier daneben. Und dann starten wir das Ganze mal. Aber ich kann ja hier nebenbei die Geschenke, die hier in unmittelbarer Nähe sind, kann ich gleich mal einsammeln. Wir haben 545, das reicht. Naja, wohl. Reichen tut es nicht, aber vorerst. Gut. Dann schmeißen wir jetzt hier mal, wo war die Anlage? Wir brauchen rote Kugeln, da haben wir mal welche rein. Ja, ganz so viel will ich nicht machen. 125. Blaue Kugeln. Obwohl, guckt euch mal das an. Ich brauche keine blauen Kugeln mehr. Schaut es bei den roten aus? Also erstmal nicht, natürlich. Ja, hier können wir mal eine Anlage laufen lassen. Ich würde die Geschenke lieber aufheben, weil wir brauchen unten auf jeden Fall für die Bäume die Zweige. Ich habe zwar noch welche, aber kommen wir lieber hier rein. Gut, passt. Dann werden ein paar Zweige produziert. Also, wichtigste als allererstes, dass wir diese goldene und weiße Kugel bekommen. Die ganzen Gießereien bleiben hier oben nicht stehen. Haben wir erstmal bloß so hingestellt. Rote Kugel, genau. Und hier ist die blaue. Jetzt brauchen wir allerdings noch Eisen und Kupfer. Das haben wir ja unten. Ich verbinde das jetzt nicht, weil das bleibt nicht hier. Da müssen wir es am Ende wieder rückgängig machen. Das ist ein Schmarrn. So, 100 Eisenbahn, 100 Kupferbahn. Ich war wieder zurück im Lager und habe Sachen geholt, Eisenstangen und alles mögliche. Müssen wir hier noch fertig machen. Das machen wir gleich, während da oben die Kugeln produziert werden. Zack, zack, wunderbar. Dann schmeiße ich die 10 hier. Die 8 hier mal weg. Also wir brauchen jetzt hier noch die ganzen Fusionatoren. Also ich bin mal gespannt, wie viele Bäume wir brauchen, bis alles läuft zu 100%. Ich denke mal 20, ganz leicht. So, Moment. Jetzt holen wir mal den zweiten Baum. Dann habe ich eine grobe Idee, wie wir das mit dem Förderband machen. Ich brauche noch 50 Geschenke. Die holen wir uns schnell. Ja, wenn wir die Geschenke geholt haben, haben wir auch die letzten Kugeln. Das passt. Ah, die liegen ja überall rum. Dann hätten wir zwei Bäume. Das sind 30 Geschenke pro Minute. Das ist natürlich lächerlich wenig. Das ist lächerlich wenig. Gut, vielleicht bekommen wir sogar 100 Geschenke hin.
dass wir einen zweiten Baum aufstellen könnten. Wenn nicht, da hinten sind auch noch welche. Also, die gehen uns auf jeden Fall nicht aus. Brauche ich allerdings noch 4 weiße Kugeln. Was sind die folgenden? Werden die weniger produziert? 5 pro Minute? 5 pro Minute, komisch. Und dann hatte ich vielleicht mal eine ganze Zeit lang keine blauen Kugeln, aber das sind ja einige da. Also, dann kopieren wir dich mal. Den Ausgang nach hinten, würde ich sagen. Dann haben wir das so gemacht. 1 nach rechts war es, glaube ich, oder? 1, 2, 3. Oder waren es... Ne, 1 nach rechts war es, genau. Gut. Wie schon gesagt, beim letzten Mal, die brauchen keinen Strom, die fangen sofort das Arbeiten an. Wir können allerdings nicht zugreifen mit der Taste E. Also die Dinger sind halt einfach... Die stehen einfach da. Also mein Vorschlag oder meine Idee wäre... wir gehen jetzt halt hier... Oh, der steht falsch rum, scheiße. Der andere wahrscheinlich auch, oder? 1, 2, 3... Ne, der andere steht richtig rum. Wir gehen hier mit dem Liftarm einmal nach unten. Was ist so ein bisschen versteckt ist. Und dann gehen wir unten irgendwie... fusionieren wir die unten, die beiden Bänder. Und gehen dann hier raus. Und setzen hier ein... Ich würde sagen... Tatsächlich ein großes Lager. Dass ich 2 Ausgänge habe. Allerdings muss ich dann schauen, dass ich wirklich immer ordentlich... Input habe. Ich könnte es auch mit einem normalen Lager machen. Wir werden niemals mehr als 780 Geschenke pro Minute brauchen. Gehe ich mal von aus. Ja, wir machen es mit einem. Was soll's. Das setzen wir jetzt einfach mal... wie setzen wir das am blödsten hin? Also schlau wäre es wahrscheinlich so, da müssen wir jetzt leider hier einmal mit einem Förderband da rein, ist aber nicht so schlimm. Und dann können wir hier mit den Geschenken weitergehen in die nächste Etage und dort mit den Kugeln anfangen. Das heißt, wir müssen aber jetzt erstmal hier irgendwie da unten, ich reiß das mal alles nochmal ab kurz, zumindest so viel wie nötig, den ganzen Mist fusionieren und dahinter bringen. Wenn es da unten jetzt halt ausschaut wie... Scheiße, dann ist das jetzt einfach mal so. Ja, man sieht schon... Achso, da drüben habe ich den Lift komplett vergessen, ist auch gut. Ist zwar jetzt nicht schön, aber egal. Ist echt egal, das sieht kein Mensch mehr. Fusionator. Wir können... Also hier können wir... Das ist, das Förderband ist total egal. Theoretisch. Was soll's. Es ist echt egal. Also schön schaut das nicht aus, gebe ich zu. Aber wir müssen das jetzt folgender... Also wir müssen das jetzt mal so machen. Leider. Dann gehst du... Halt, Moment mal. Da kommen ja noch viel, viel mehr Bäume. Da kommen ja noch viel, viel mehr Bäume. Wir gehen mit dir mal ein Stück nach vorne. Ist halt natürlich doof, dass ich jetzt hier einmal außen rum muss. Und da rein, aber nicht so schlimm. Genau. Dann mache ich jetzt hier einen Fusionator hin. Dann werden die Geschenke halt einfach noch schnell befördert. Wollte ich ja nicht unbedingt, dass es ein bisschen geiler ausschaut, aber zumindest hier raus... Wir müssen es schnell machen. Und wenn dann die neuen Bäume stehen oben drauf oder auf der anderen Anlage, dann kommen die von hier einfach. Das ist so grob die Idee dahinter. So, wir müssen jetzt leider aber hier auch mit dem Lift nach unten, damit das von oben aus, von oben dann schön ausschaut. Oder sauber ausschaut. Das heißt, wir machen hier die Luke dicht. Hier. Hier mal den ganzen Spaß mal an.
Jetzt müssten da theoretisch Geschenke eingelagert werden. Ja, kommen auch schon. Sehr gut. Ja, und das muss natürlich verkleidet werden. Ah, man sieht jetzt hier so ein bisschen die Liftarme. Mal gucken, ob ich das noch irgendwie anders machen kann. Dass ich vielleicht hier nach unten noch eine Verkleidung mache. Aber das sind wirklich Kleinigkeiten, die haben Zeit. Also, da haben wir jetzt schon mal zwei Bäume, die stehen auch symmetrisch, so wie es ausschaut. Hoffe ich zumindest. Schaut irgendwie nicht so aus, gell? Aber das schaut tatsächlich bloß so aus, weil. Ja. Weil die Bäume halt rechts weg anders ausschauen. Also hier hängen die Geschenke in der Luft. Und auf der Seite ja auch ein bisschen. Okay, das müssen wir anders machen. Das müssen wir anders machen. Ich habe hier überall Strom und ich nehme immer den Schweberucksack. Das Jetpack meine ich. So, ich bin gespannt, wie das jetzt gleich ausschauen wird. Abwärts, wir brauchen die aufwärts, genau. Und hier kommt das hin. Ich glaube, so ist besser. Dann haben die Bäume auch ein bisschen mehr Platz. Wunderbar. Die Frage ist, wie machen wir jetzt weiter? Entweder spammen wir jetzt komplett erstmal Bäume, was wir machen könnten, aber ich würde sagen, wir fangen auch mal oben an. Das Lager unten läuft ja schon mal langsam voll mit den Geschenken, das ist schon mal sehr gut. Und dann gucken wir, wie wir es hier machen. Also, wir hatten ja hier angefangen mit den Schleifen. Ich brauche Platz. Dass die Gebäude auch immer gleich groß sind, sind es hier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in die Länge. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Kann das sein? Moment. Drei, vier, fünf, sechs. Und vier. Vier. Gut. Dann schaut es, glaube ich, auch besser aus, wenn alle Gebäude immer gleich groß sind. Wir brauchen Beton. Und immer wenn wir ein bisschen was haben, stellen wir einfach wieder einen Baum hin. Und dann wird das langsam. Wir könnten mal gucken, wie es weitergeht in der Forschung. Übrigens, Forschung. Schon wieder vergessen. Also. Genau, das Bündel aus dem Kalender übrigens. Ich bin einen Tag vorher wieder oder voraus. Das heißt, beim nächsten Mal machen wir dann zwei Türchen auf. Vielleicht ist ja die Kugel dabei. Aber nicht so schlimm, wir haben eh noch so viel zu tun. Und das hier könnten wir freischalten. Zuckerstangen. Bräuchte da noch einen Haufen. Das wäre schon interessant, wenn wir heute Schneemänner machen. Wenn wir heute die Schneemänner schaffen, wäre das eine coole Sache. Jetzt muss ich allerdings bloß mit dem Förderband hier, weil wir machen jetzt hier mal einen Förderbandsplit dahin. Na? Autosave. Und die Anlagen brauchen 10, 20, 30, 40, 50 Geschenke. 30, 60 und 50 sind 110 plus 125. Scheiße. Es geht sich genau nicht auf mit einem MK2-Band, weil ich finde das schaut halt geiler aus. Das tauscht mir auch noch alles aus, die Bänder. Dann machen wir MK3.
Ja, das geht noch. Gerade so. Bekommst du noch MK3? Und ab hier können wir alles MK2 machen. Eigentlich mache ich sowas nicht. Wenn es zu schnell ist, ist es zu schnell. Aber ich finde, es schaut einfach geiler aus. Gerade wenn so die Geschenke durchfließen, oder? Finde ich, hat schon was. Lampen brauchen wir noch auf jeden Fall. Das machen wir auch irgendwann mal. So, wie viele Geschenke sind jetzt noch drin? 38, ja, die sind gleich weg. Aber es werden zumindest schon mal die Zweige produziert. Komplett automatisiert. Und die Zuckerstangen für den Schneemann. Allerdings extrem langsam, weil die Geschenke werden ja niemals reichen. Gut. Beton habe ich geholt, oder? Ja, bin schon wieder maximal verwirrt. Die Frage ist jetzt. Wie viele Anlagen für die Schleifen brauchen wir? Also ich würde sagen, auch wieder 5. Die kommen mal weg. Dann ist hier der. Ah, ist der gleich. Dann ist hier der Eingang. Die Mitte quasi von dem Gebäude. Dann kommst du auch mal weg. Halt, bevor ich die Anlagen draufstelle. Schnell alles ausmalen. Constructor. Eins, zwei, drei. Vier. Ah, ich lasse lieber mal außen zwei Platz. Fünf. Die machen die Schleifchen. Wie viel braucht man denn hier? 50. Jetzt ist die Frage, wie geht es jetzt hier weiter auf der Plattform? Machen wir hier noch die Kugeln? Die roten und blauen Kugeln. Da werden wir halt giga viel brauchen. Ja. Ich überlege bloß gerade, ob wir einfach nur viele Anlagen bauen oder ob wir mit Übertakten arbeiten. Aber ich glaube mal, wenn die Plattform hier nicht größer werden soll, weil dann ist die, hat die die gleiche Grundfläche wie die hier. Halt, zwei Reihen fehlen noch. Dann werden die wahrscheinlich ein bisschen mit Übertakten arbeiten müssen. Das heißt, die vier hier kommen mal weg. Überall bekomme ich Kisten, ich drehe durch. Nicht so schlimm. Sammle ich gleich auf. Gut, dann wäre die Plattform von der Größe her jetzt eigentlich fertig. Und jetzt ist die Frage, also das machen wir dann, wenn die nächste Plattform ansteht. Gehen wir jetzt hier an dem Eck wieder weiter auf die nächste Höhe oder gehen wir hier hoch? Also wenn wir hier hochgehen, sind wir irgendwann mal wieder an der alten Plattform hier oben drauf, bloß eine Etage höher. Weiß ich nicht, ob das so geil ist, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, wie wir weitermachen. Weil es sind immer 45 Grad Winkel, was ich hier mache. Und am Ende des Tages müsste ich dann wieder genau hier ankommen. Die Frage ist, ob der Baum dann hier stehen bleibt oder nicht. Müssen wir mal gucken. Aber erstmal die zweite Etage. Also hier ist die Tür. Und dann fangen wir an. Wir können die Schmelzöfen direkt nebeneinander stellen eigentlich. Eins, zwei, drei, vier. Ach komm. Oder wir machen es ganz anders. Moment mal. Jetzt habe ich die Kisten wieder echt.
Was kann ich wegschmeißen? Komm, wir schmeißen eine Kugel weg. Wir drehen die. So, genau. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und dann stellen wir gegenüber. Passt das vom Abstand her? Sind die gleich weit auseinander? Ich glaube schon, oder? Nee, da steht der Fuß direkt an der Kante und hier nicht. Das heißt, der muss noch ein Stück weiter halt. So. Dann kann ich in der Mitte schön die Splitter setzen. Ganz genau. Also dann hätten wir jetzt 7 mal 5, 35 rote und 70 blaue Kugeln. Die Frage ist, reicht das? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Bei den blauen vielleicht. Bei den roten wahrscheinlich nicht. Dann werden wir die auf jeden Fall übertakten. Ja, die Frage ist dann auch, machen wir irgendwo ein Haus oder ein Gebäude hin, ein kleines, relativ kleines, wo dann so eine Art Zentrallager ist. Wo wir alles einlagern und dann einfach nur alles rausholen können. Weil so muss ich jetzt für die Zweige und für die Zuckerstangen da rein und für die Kugeln da oben hin. Erstmal. Also wir machen jetzt mal... Die Frage ist halt, von wo kommt jetzt das Förderband? Vielleicht soll ich das erstmal hochlegen. Also das Förderband mit den Geschenken, meine ich. Dann haben wir jetzt hier wieder ein schnelles. Machen wir mal MK. Ja, am Ende des Tages tauscht man es dann eh aus, wie wir es brauchen. Eigentlich sollte ich da jetzt nicht so viel Zeit verschwenden. Dann gehen wir jetzt hier mal hoch. Dann komme ich genau hier raus und mit 45 Grad Winkel. Ne, gerade werde ich nicht. Hier komme ich raus. Moment mal, es würde vielleicht sogar gehen. Splitter. Das ist halt jetzt das Problem. Genau das geht nicht. Vielleicht, wenn ich den weiter vorsetze. Ja. Dann kommen hier die Geschenke. Dann gehst... ja, theoretisch gehst du dann. Hier weiter. Und da geht es dann in die nächste Etage. Oder zu der nächsten Fabrik. Das hier macht ja gar keinen Sinn, was ich gerade gemacht habe. Das ist super dumm. Fällt mir gerade auf. Sinn machen würde es tatsächlich. Ich werde aber einen Splitter. Hier. Hier würde es Sinn machen. Dann komme ich nämlich von hier in die Anlagen rein und von da in die beiden Anlagen rein. Schauen wir mal, wie wir das jetzt hinbekommen. Ja, hier unten muss es natürlich jetzt schon halbwegs vernünftig gebaut sein, weil das sieht man dann schon. Obwohl unter der Decke direkt sieht man es wahrscheinlich auch nicht unbedingt, aber... Autosave? Frage ist, wie mache ich jetzt von hier aus weiter? Aber das geht eigentlich. Das geht eigentlich. Dann ist das natürlich wieder um Längen zu weit gewesen oder zu lang gewesen.
Wunderbar, oder? Ich finde, es schaut gar nicht so ultra scheiße aus. Bei den Ecken muss ich mir hier noch irgendwas überlegen, wie ich das zumache. Na, lass mich durch. Die Zeit rennt schon wieder. Genau, jetzt kommen hier die Geschenke. Wunderbar. Aber das Zentrallager, wenn wir eins bauen, es macht schon Sinn. Ich würde sagen, wir machen definitiv eins. Sollte unten irgendwo sein. Dass ich nicht immer 8 Milliarden Kilometer nach oben muss, um ins Lager zu müssen. Oder je nachdem, wie wir hier auch weiterbauen. Jetzt habe ich hier alles mit MK5 gebaut. Scheiße. Egal. Erstmal egal. Genau, und dann kommt der nächste Splitter hier hin. Warum hat der jetzt nicht funktioniert? Ah, Splitter. Der nächste Splitter kommt hier hin. Wir könnten natürlich das auch so machen, dass auf beiden Seiten von der Foundation die Fabrik weitergeht. Das könnte man auch machen. Dann brauchen wir aber hier einen Splitter. Beziehungsweise, nee, brauchen wir nicht. Dann können wir es nämlich von hier einfach auf die nächste Foundation bringen. Die ganzen Geschenke. So, Moment mal, bevor ich jetzt halt hier rummache, bekomme ich echt dafür auch eine Kiste. Brauche ich jetzt hier erstmal. Ja, wir sind wirklich, ich muss sagen, ziemlich langsam unterwegs tatsächlich, aber ich will es gleich einmal vernünftig haben. Mehr oder weniger. Und dann kommt hier der Deckel drauf. Und dann kann ich nämlich den Strom gleich verbinden. Ja, hier geht's noch mit drei Reihen nach oben. Gehen wir schon wieder Beton gleich aus, cool. Die Frage ist, wo stellen wir jetzt den nächsten Baum hin? Nächsten, ja. Den nächsten Baum hin. Da könnten wir doch ganz leicht einbauen, oder? Vielleicht hier oben drauf irgendwie ans Eck. An die ganzen Ecken hin. Ja, schaut man die Kugeln schon gut aus. Ah, ich habe keinen Platz für die weiße. Ach, komm schon. Zwei Highspeed-Anschlüsse. Und dann fehlt mir noch ein bisschen Gestrüpp. Das haben wir unten. Ja, guckt mal. Und wie schaut es mit den Zuckerstangen aus? Da haben wir auch keinen Platz. Ich müsste mal die Schnecken irgendwann wegmachen. Oder mal einen Pilz wegschmeißen. So, die Geschenkbäume produzieren, das ist gut. Ja, und dann ans Eck oben hin, oder? Hier und an den Eck und an dem anderen Eck. Jetzt fehlen drei Geschenke. Hier. Könnte ich eigentlich gleich zwei bauen? Nein, da fehlen weiße Kugeln. Schade, schade, schade. Ja, vielleicht müssen wir doch noch ein bisschen länger Geschenke einsammeln. Zumindest Geschenke einsammeln für das Bauen der Bäume. Ich würde sagen, die setzen wir genau hier mittig drauf. Hier bist du mittig. Immer wenn ich den Baum verschieben will, ist Autosave. So, also von der Hitbox bis zur Mitte, wahrscheinlich schaut es nicht mittig aus. Die Richtung passt, glaube ich, auch. Also wenn man die Anlage von vorne anschaut, wäre es schon besser, wenn der Liftarm nach unten hinweg geht. Die Frage ist, passt das jetzt noch? Ja.
Ich muss mir bloß überlegen, wie mache ich das, wenn da hinten noch ein Baum steht und da hinten noch ein Baum steht? Das ist jetzt die Frage. Dass wir an der Decke vielleicht. Also hier bist du schon mal. Dass wir das einmal so machen. Genau. Jetzt setze ich einfach mal hier kurz ein Förderband hin in die Richtung. Das kommt gleich wieder weg und setze da drauf einen Fusionator. Ah, das geht nicht. Das geht nicht. Ich muss das anders machen. Ich muss das so setzen. Und jetzt setze ich einen Fusionator drauf, weil jetzt ist er auch in der richtigen Fließrichtung. Das passt. Jetzt bist du hier eigentlich geschenkt gekommen, genau. Wunderbar. Und jetzt muss ich einmal kurz beten. Noch geschickter wäre es eigentlich tatsächlich gewesen. Ja, wir machen das nochmal anders. Tut mir leid, aber. Entschuldigung. Jetzt ist natürlich die Frage: packt der Splitter nach außen raus? Der Fusionator? Nee. Solo musst du übrigens. Das ist doch ultra scheiße. Außerdem ist das Förderband falsch. Ich stelle mich schon an wie der erste Mensch, ich weiß. Jetzt passt das Förderband. Aber jetzt bin ich zu hoch. Ich drehe durch. Ich drehe komplett am Rad. Das heißt, ich muss mit den Dingern eins nach unten. Jetzt haben wir es, Leute. Jetzt haben wir es. Fusionator ausrichten lassen. Zack. Und dann komme ich nämlich hier schön sauber an der Wand runter. Und es passt sogar. Das war das Glück. Dann komme ich mit den Geschenken hier rein. Jetzt müssten sie kommen. Und wenn wir den Baum da hinten an den Eck aufstellen, dann können wir hier mit dem Förderband. Das könnten wir allerdings anders machen. Da habe ich schon eigentlich eine Idee. Was macht ein Baum? 15. Was macht die MK1? 60 sogar. Dass wir. Na, lass mich mal durch da. Dass wir da vielleicht außen hingehen. Ah, ich mach das mal. So, jetzt reicht's mir. Doch, Strom. Ah, es ist unglaublich heute. Also. Wir setzen jetzt hier. Und jetzt kann ich natürlich innen nicht mehr anklicken, weil die Scheibe im Weg ist. MK1 Förderband. Auf die richtige Höhe. Zack. Dann malen wir die Scheiben nochmal kurz weiß an. Ja. Ich weiß zwar nicht, ob ich das mit der Scheibe so lasse. Ich finde bei den komplett durchsichtigen Scheiben, also ohne Sprossen, geht das. Da fällt das nicht so auf. Aber dann kann ich jetzt nämlich hier. Ich weiß nicht, ob das gut ausschaut. Das muss ich mir am Ende des Tages mal anschauen. Aber ich finde das ganz geil, wenn ziemlich langsam hier die Geschenke einmal so ums Gebäude wandern. Genau, dann hätten wir in dem Eck dann einen anderen Baum. Jetzt hole ich mir das Geschenk da nochmal. Also ihr versteht, was ich meine, oder? Ich weiß zwar nicht, ob man das nachvollziehen kann, wahrscheinlich nicht. Aber ich finde das schon cool. Das heißt, ich will nochmal so einen Baum haben. Ich glaube, brauchen wir noch 15 weiße Kugeln. Das ist schon wieder. Naja, obwohl von der Zeit her geht's noch. Wir brauchen die rote. Und hier brauchen wir Eisen. Doch, der mehr Eisen als der. Ah, deswegen hatten wir letztes Mal den Mangel von den Kugeln. Okay. Ist natürlich jetzt schlecht.
Wie viel fehlen denn? 15. Ja, dann warten wir mal ganz, ganz kurz. Dann holen wir das Geschenk hier mal schnell. Dann sollten die eigentlich fertig sein. Ich habe die jetzt mal kurz komplett übertaktet. 11. Es gab gerade einen Zeitsprung von ungefähr einer Minute. Kommen zwei hier noch. Gas. Das Problem ist, dann muss es genau hierher, oder? Klar, logisch, natürlich. Aber vielleicht kann ich ihn trotzdem herstellen. Komm mal herbauen. Nee, dann musst du weg. Tut mir leid. Und wieder in die Kiste. Gleich. Ach nee, Quatsch, wir haben das hier hingemacht, oder? An das Eck, genau. Aber andersrum. Mit dem Ausgang nach hinten. Beziehungsweise hier wäre es wurscht. Tatsächlich. So, das ist mittig. Das schaut auch mittig aus. Wir müssen jetzt bloß aufpassen. Ich nehme mal die goldenen Kugeln mit. Jetzt will mir Kupferbahn auch noch. Ich schmeiß mal schnell die Kupferbahn noch rein. Habe ich Platz? Wie immer nicht. Eisen. Nein, Eisen nicht. Ach komm, was schmeiß ich weg? Also die sollten wir jetzt dann irgendwann mal automatisiert bekommen. Ich brauche doch Kupfer, echt Dummkopf. Genau. Dann ballerst du die jetzt mal schnell durch. Dann habe ich erstmal genug von diesen goldenen oder Kupferkugeln. Und danach machen wir schnell noch die Eisendinger fertig. Dann sollte das passen. Also wenn ich da hinten jetzt auch nochmal einen Baum hinstelle, da fehlt ja ungefähr alles dafür. Und in das Eck. Dann müssen wir das jetzt hier mit dem Splitter und Fusionator genauso machen wie auf der anderen Seite. Ich habe sogar Strom, unglaublich. Aber wie schon gesagt, eigentlich will ich ja. Nee, und gib mir bitte keine Kiste. Eigentlich will ich ja den Ausgang hinten haben, weil wegen der Optik. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. So will ich das haben. Das passt. Das passt. Jetzt baue ich den Ausgang wieder nach vorne hin. Jetzt. Und schon wieder, wenn ich den Baum verschieben will, ist ein Autosave da. Geil. Aber jetzt. Gut, und dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Wir können es mit MK1 machen, ist eigentlich total egal. Auf die Höhe. Dann setzen wir jetzt hier einen Fusionator. Jetzt kommen die Geschenke. Ich mache jetzt hier mal auf kurz. Ich mache das Fenster an der Seite auf und fliege jetzt andere. Das ist ja fast wie im echten Leben. So, und jetzt kommen von hier die Geschenke. Und ich finde, wenn man da mal ein bisschen guckt. Ja, die kommen jetzt natürlich. Ja, da hinten, so schaut es dann ungefähr aus. Dann laufen da oben die Geschenke rum. Und ich finde, es hat ein bisschen einen Flair, oder? Wenn da die Geschenke so vorbeilaufen. Doch. So nach und nach, die werden dann hier drauf fusioniert. Und dann kommt dahinter noch ein anderer Baum. Dann haben wir eigentlich auf der Plattform jetzt hier. Die Bäume fertig. Dann geht es auf der nächsten weiter. Oder wir machen unten nochmal irgendwo welche hin. So einen kleinen Park vielleicht, so eine Allee. Wo man durchlaufen kann. Ja, durchlaufen kann, ja klar. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall haben wir jetzt insgesamt 4 Bäume. Das sind 60 Geschenke. Das ist halt überhaupt nicht viel, das ist klar.
Aber besser als gar nichts. Wir gucken jetzt mal ganz kurz. Forschung. Habe ich eine Forschung reingetan? Nein, habe ich nicht, oder? Eine Festplatte? Nee. Egal. Brauchen wir jetzt auch nicht mehr machen. Den Schneemann. 50 Schleifling und 50 Zuckerstangen. Das machen wir mal. So, und jetzt müssten wir theoretisch warten, bis wir das Kugelbündel bekommen aus dem Kalender, bis es hier weitergeht. Aber wir haben noch super viel zu tun, also das passt schon. Schneemann, was kostet der? Ich finde, der schaut schon geil aus. Disclaimer, ist nicht wirklich dein Freund. Okay, gut. Eine Schleife und Schnee. Ach so, scheiße, Schnee haben wir ja noch gar nicht gemacht. Wo mache ich denn Schnee? Tatsächlich Schnee. Wahrscheinlich haben wir das gerade eben erst freigeschalten. Kann das sein? Ja. 25 Geschenke. Scheiße. Ja, das schaut schon cool aus. Vielleicht unten drunter nochmal eine Reihe irgendwie. In die andere Richtung. Mal gucken. So, ist das jetzt hier fertig? Genau, dann habe ich 66 Kugeln. Die roten schmeiße ich jetzt einfach mal weg. Ich schmeiße die jetzt weg. Dann haben wir die blauen rein und die Kupferbahn. Halt, ich muss das Rezept auswählen. Und die Eisenbahn, genau, so war das. Kann ich jetzt die Kiste mitnehmen? Hier habe ich auch schon mein Inventar so ein bisschen ausgeleert. Gut, wenn das jetzt läuft, können wir hier mal ein bisschen Strom anschließen. Deswegen haben wir ja die Decke gebaut. Vielleicht gehen wir hier mal genau mittig rüber. Über den Splittern. Das ist es. Komm her. Ich glaube, dass ich die austauschen muss zu MK2. Sonst wird es verdammt eng. Beziehungsweise. Ja, sollte vielleicht doch gehen. Dass man da immer so schlecht rankommt mit einer Maus. Aber guck mal, es sind tatsächlich Geschenke schon da. Na, komm schon, Autosave. Das sollten wir hinbekommen. Ah, oh, nee, der war falsch. Der war falsch. Der hier. Tatsächlich, wir müssen den letzten umbauen. MK1, mach MK2 draus. Danke. Dann haben wir noch einen Slot frei sogar. So, und du gehst jetzt darüber, schließen wir die auch noch an. Mir geht Schmiedebeton aus. Ja, aber nicht so schlimm. Einmal hier. Und hier, das sollte reichen. Gut. So, Moment mal, Schleifen sind eingestellt, Rezepte sind hier auch alle eingestellt, das heißt, die Kugeln kommen. Halt, das Problem ist, dass wir ja noch viel zu wenig Geschenke produzieren. Ich bin wieder voll über der Zeit. Ich kann zur Zeit die ungefähr 40 Minuten fast gar nicht halten, 17 Stück. Komm, eine noch. Ach, es fehlt mir Eisenbahn. Nehme ich mir jetzt schnell hier. Eine Kugel noch, oder? Fehlt mir sonst noch irgendwas? Geschenke.
Kommen noch irgendwo welche? 37, 13 Stück brauche ich noch. Da hinten. Ja. Easy. Ja, doch, das wird langsam. Es ist tatsächlich aufwendiger, als man mag, denken mag, das Weihnachtsevent. Gut. Dann kommen hier auch wieder die Stützen hin. Und dann geht es wieder eine Etage hoch. So, also. Achso, die eine Kugel fehlt noch, klar. Und hier müssen wir jetzt nicht so rumkrebsen. Da brauchen wir ja keinen. Vielleicht stellen wir den sogar. Ne, wir stellen den nach hinten. Wir stellen die immer nach hinten, damit man es von vorne nicht sieht. Die Frage ist, wo ist dann am Ende des Tages vorne? Aber das schaut gut aus. Schön, dass ich hier keinen Strom habe. Macht nichts. So, MK1-Band. Du kommst mal her. Oh, das ist natürlich hier Mist gewesen. Ach so, sollte vielleicht noch zumachen. Dann malen wir sie gleich wieder rot an. Das schaut gut aus. Geschenke kommen. Das haben wir 15, 30, da oben 45 und hier nochmal 60. 95 kann das sein. Macht doch gar keinen Sinn. 30, 60 und 15 sind 75. 75 Stück. Und alleine unten brauchen wir. Was waren es hier? 30, 60, 75, 125. Also die Bäume reichen nicht mal für die untere Etage. Also für die Haupt... Nee, Haupt ist es ja eigentlich nicht. Für das erste Gebäude, sagen wir es mal so. Aber es geht ja trotzdem nach wie vor ein bisschen was weiter. Hier ist auch noch ein Loch. Und hier hoch. Und die Geschenke. Ach, Kacke. Na. Na, das war gar nichts. Jetzt laufen die an. Gut. Die Frage ist natürlich, ich habe hier noch ein bisschen Platz. Den Schnee. Wenn ich jetzt hier nochmal drei Anlagen hinbekomme mit Schnee. Zwei, drei, fünf. Wir machen fünf. Wir machen immer fünf. Bei diesen normalen Produkten, sage ich jetzt mal. Bei den Kugeln weiß ich, dann braucht man mehr. Und die werden wir auch noch übertakten müssen. Dann gehst du jetzt hier weiter. Genau. Dann kommen hier die Geschenke. Und die nächsten, die Geschenke gehen in die nächste Etage hoch. Also ihr merkt schon, wir brauchen so viele Geschenke oder auch Bäume auch, damit Geschenke produziert werden. Aluminiumplatten. Okay, ich muss dann eh wieder zurück. Dann geht's weiter in der nächsten Etage. Genau. Muss ich natürlich noch alles anschließen und einstellen und so weiter und so weiter. Aber so ein Schneemann wäre nicht schlecht. Das oben drauf oder irgendwo. Da oben drauf ein paar Schneemänner einstellen. So eine Schneemann-Party machen. Und dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Wir müssen auf jeden Fall noch Kugelbündel selber herstellen. Wir müssen die Grenze noch herstellen, die da hängen. Da bin ich mir gar nicht sicher, die Lichterketten kann sein.
Dann natürlich die Nobelisken, die Sprengstoffe, Sterne. Übrigens, ihr seht es jetzt, der Baum hat Zuckerstangen drin. Das war am Anfang noch nicht so. Genau, gut. Lange, lange Folge wieder mal. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Schaut schon geil aus. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.